doch auf jeden Fall einen Plan, wie es aussehen soll, ne? Achso, hi. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Back to the Roots. Einfach mal so. Mit dem lieben Chucky. Und der lieben Honey. Ey. Hallo. Was ist im Weg? Danke. Du hast kein PvP hier, bitte. Danke. Ja, aber wir können was anderes gerne machen, warte. Bleib mal hier! Bleib mal hier, bleib mal hier! Stell dich wieder runter, drunter! Nö. Feigling. Kies oder was hast du dabei? Komm! Nö. Wow! Klaut sie mir schon die Fackeln. Ja, bitte Minimum. Schön. Hallo, baust nicht wieder ab, nicht! Oh, Chucky. Nun gut, ich hoffe. Ich bin böse. Ja, ich sterbe. Hast vielleicht den Hintern versohlt. Ja, komm her. Na gut, ja. Sie baut dazwischen den Folgen jetzt auch schon da. Oh, was den Ende anguckt. Wow, das war aber knapp. Ich habe gerade mal kurz ein bisschen die Mauer da versucht weiterzumachen, aber ich mache die jetzt mal ein bisschen weiter in der Folge. Sonst wird es langweilig, ja, ne? Ja, also ich meine, deswegen, ich brauche gerade aktuell ein paar Folgen. Ja. So die Sachen würde ich sonst alle außerhalb der Aufnahme machen, aber. Wenig Zeit. Ja, Chucky ist momentan busy. Wo? Wo? Wow. Wow. Wie man sieht, ich habe gerade nochmal eben schnell eine Schaufel verzaubert, habe darauf bekommen, Effizienz 3, Haltbarkeit, Haltbarkeit 3. Mit einer Level 20 Verzauberung, muss man dazu auch sagen. Ja, auf jeden Fall sehr viel Luck gewesen. Und Effekt 3 reicht teilweise sogar schon bei einer Schaufel. Zumindest bei der Diaschaufel, um Erde ordentlich vernünftig schnell abzubauen. Obwohl ich ja sagen muss, dass mich das Wurzel ganz ein bisschen stört. Warum? Ja, weil ich jetzt die Grasblöcke abbaue und ich will eher die Erdblöcke neues haben. Ja gut, im Endeffekt ist es ja egal, kannst du die ja später auch einfach unten drunter einbauen. Nö, sehe ich nicht. Ich will das Gras ja nicht zerstören, hallo? Das sind Pflanzen, die sind Lebewesen. Machst du das sonst auch die ganze Zeit? Und jetzt nur, weil du ein bisschen Behutsamkeit hast? Weil ich bin behutsam geworden. Ich bin lieb. Die Pflanzen sind meine Freunde. Pflanzen sind Lebewesen. Ich bin nicht so herzlos wie du. Also bitte. Nö, überhaupt nicht. Nö. Nein. Ich würde mal so sagen, du hast nicht so eine kleine, zerstörerische Ader in dir. Nein, überhaupt nicht. Ich bin voll lieb und so. Ich rette selbst die kleinste Ameise, die unter meinem Schuh wäre, die würde ich nicht zertreten, weil ich die Feuer befreie. Glaube ich dir hinten und vorne nicht. Zumal ich auch weiß, dass das nicht stimmt. Weißt du, wo willst du das denn wissen? Du weißt nicht, wie ich privat bin. Ach. Gab da mal so einen Zwischenfall in einem Stream. Was? Ich weiß von nix. Ich habe kein Tier getötet im Stream. Das stimmt. Du hattest das Vieh ja rausgelassen. Ja, ich hab's freigelassen, genau. Also. Aber auch erst nach über einer halben Stunde rum. Nee, wow, Honey, wow. War amüsant. Sehe ich nicht. Mir zwar auch ein bisschen leid getan, aber trotzdem war es amüsant. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9. Vielleicht können die 3 auch da weg, ne? Ja. 4, 5, 6. 2, 3, so, ne? 3, 6, 7, 8, 9. Ja, passt perfekt, ne? Ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall Erde farmen gehen muss. Obwohl, ich kann auch im Dings gucken.
Auf dem Markt. Guck, der prallt wieder, dass sie Geld hat, weißt du? Andere, die müssen sich also alles hart erfarmen. Du hast doch bestimmt auch einiges, oder nicht? 1000. Oh. Na gut. Okay, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe letztens zwei Leuten geholfen und habe dafür 30.000 Dollar gekriegt. Wow. Guck mal, wie sie rumpallt im Geld, was er hat, ne? Ist das widerlich. Ist ja gar nicht alles. Ich habe nur den Preis gesagt, der mir bezahlt wurde. Wow, hast also noch mehr. Wow. Ein bisschen. Guck mal, wie sie damit prallt, Leute. Aber merkt du, das? Ja? Das ist doch richtig gut eigentlich. Und ich weil muss jetzt je nachdem, wie teuer das Zeugs ist, kann ich uns einfach ganz easy irgendwas im Markt mal fix holen. Wenn wir irgendwie eine kleine Menge irgendwie an Glowstone oder vielleicht auch Seelaternen oder so brauchen. Also, ich muss da so hin. Oh, fuck, ich muss da hier eher. Oh, ist das denn? Mach ruhig. Alles gut, ich hör dir zu, ist alles gut. Ja, komm mal hier gleich zu. Sag am besten gar nichts mehr. Gut. Fuck, ich bin ja ein zu tief, ich müsste da einen tiefer, ne? Ich mach das da jetzt einfach einen tiefer. Hey, das hat keiner gesehen nachher. Das weiß keiner. Hatte ich nicht gerade noch mehr? Echt? Hani ist wieder stumm. Macht wieder einen Stummfilm. Och, Hani, red doch ruhig. Guck mal, Leute, merkt ihr was? Erst gibt's an mit ihrem ganzen Geld, was er alles hat, ne, wie toll sie ist und so. Und dann. Ne, sie hat ja gar nichts mehr. Ne. Och, Hani. Guck mal, ist Colt plus LPT, ne? Wer mit der Partner auch redet. Das ist super. Ist darauf regelt sie nicht. Okay. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Einschalten bei Minecraft Back to the Woods und bis zum nächsten Mal. Ciao! Okay, dann sagt er nicht mal Tschüss, okay? Gut. Tja, dann, sure. Leute, merkt ihr was? Ihr seid Hani egal, ne? Sie sagt euch nie mal Tschüss. Sie sagt euch nicht mal Tschüss. Also ich werde jetzt angepisst auf sie, aber ist okay. Ich meine. Kao! Der arme King! Guckt Leute, merkt ihr was? Hani ist immer so gemein zu allen. Sie mag die Menschen einfach nicht. Nee, Hani sehe ich nicht. Guck Leute, ihr seid ihr egal. Merkt ihr was? Merkt ihr das? Das ist. Frauen. Gut, dass nicht alle Frauen so sind. Alter. Klar, ich bin wieder schuld. Immer bin ich schuld, ist klar. Klar. Das ist so doof. Warum? Weil du doof bist. Oh.
Ich besorge uns mal kurz ein bisschen Erde. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Hallo. Ja. Hi. Also ich habe jetzt nur so ein bisschen Erde dabei, weil ich habe ein paar mehr Stacks bekommen. Also die liebe Hanni hat sich auch noch was geholt von dem anderen und so. Und ich habe mir ganz viel geholt und wahrscheinlich haben wir zu viel Erde. Nee, absolut nicht. Du hast doch mein Riesenloch hier gesehen. Ach, muss alles auffüllen. Ach, muss aufgefüllt werden mit Erde. Ja, ja. Ich glaube jetzt Erde oder Steine, das macht auch keinen Unterschied. Achso, ich dachte... Den Stein brauchst du alles ja wohl für die Mauer. Lol, das wusste ich jetzt nicht, dass du das auffüllen willst, alles, aber okay. Ja, natürlich. Denkst du, ich lasse das da drunter holen? Ja, was denke ich auch von dir, ne? Bitte? Was denke ich auch von dir, ne? Achso. Ich habe eben verstanden, ja, das denke ich auch von dir. Nein, was denke ich da wohl? Da geht schon so was. Das hat er nicht gesagt. Ich mag das nun mal nicht, wenn da unter irgendwas frei ist, wo dann irgendwelche Viecher spawnen könnten. Oder so. Und die klar, kann man ausleuchten, aber Müll. Ja, alles gut, mach das, mach ruhig. Sonst, wir wissen ja, wo wir aber Neues bekommen, ne? Das ist Farmwelt. Schöne Grüße gehen raus an Dani und an King. Genau. Vielen lieben Dank. Und keine schöne Grüße gehen raus an diese scheiß Spinne, die da vor mir ist. Ich werde das Video eh nicht sehen können. Warum nicht? Na, vermutlich wirst du die gleich kaputt machen. Oder hast du schon kaputt gemacht? Gerade. Dann kann sie dir kein Video mehr von dir angucken. Ein Zuschauer weniger. Nein. Tja, dann müsst ihr einfach mehr gucken, würde ich mal sagen. Richtig. Und hinterlasst mal ruhig einen Daumen nach oben, damit wir sehen, wie viele das so aktiv schauen und auch zu Ende schauen. Wow. Was denn? Nix. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Es gibt bestimmt einige, die nur irgendwie so ein paar Minuten oder so schauen. Aber das Video ging jetzt. Und die bis jetzt eingeschaltet hat, weiß, dass man Daumen nach oben auf jeden Fall da lassen sollte. Ja, aber sind aber auch nur 12 Minuten oder sowas bis jetzt, ne? Ist doch egal. Nee, was sagst du bis zum Ende? Das Ende wäre erst in. Ja. Ja. Deswegen meine ich das. Was? Meine nicht rum. Chantal, sei leise. Na. Wow. Was denn? Nix. Ich hab keine Erde mehr. Also dabei. Ja, ich muss mir auch gleich neu holen. Aber ich bin auch irgendwann auch bald mal mit dem Terraforming hier fertig, glaube ich, irgendwann mal. Irgendwann fange ich wieder zu leben. Irgendwann. Er mag Schwäne. Hast du den kompletten Text auswendig? Welchen Text? Ja, von den Liedern. Nein. Quatsch. Aber er mag Schwäne? Achso, nee, das ist ja selber eins. Ah ja, schon gut. Kann mir nicht alles merken, lass mich. Okay. Dann müsste ich auch so einen großen Kopf haben wie so ein Heißluftballon, wenn ich mir alles merken könnte. Okay, hab ich aber auch nicht, ne? Ist dir bewusst, oder? Ja, und du hast einen Kopf wie ein Sieb, das wissen wir ja schon alle. Sagst du ja auch selbst immer. Ja, du ja auch. Fräulein. Sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht, ne? Sehe ich aber dich mit. Muss einfach die Augen aufmachen, Fräulein. Eventuell mal meine Brille aufsetzen. Aber nö. Kein Bock. Nee.
So, ab und an kriege ich zwar das Bedürfnis, ja, meinen Brille wieder aufsetzen. Oder wenn ich halt Kopfschmerzen kriege oder merke, okay, wäre vielleicht angebracht. Aber sonst trage ich die nicht. Ist aber eigentlich sinnvoller, ne? Zu tragen. Ja. Bloß ich habe zwei Brillen. Mhm. Und ich müsste dann ständig hin und her wechseln und das ist ätzend. Warum hast du zwei Brillen? Einmal zum Lesen und einmal für die Ferne. Ja gut, aber okay, jetzt die Frage, wie viel du liest, ne? Viel? Das wäre ja so gesehen schon alleine, wenn ich auf mein Handy schaue. Vom Abstand her. Okay. Krass. Hm. Aber ich habe das Glück dadurch, dass meine Augen noch jung sind. Wir sind etwas, oder was? kann ich noch irgendwie meine Pupille, Linse, keine Ahnung, Linse, glaube ich, aufgrund der daran befestigten Muskeln bewegen und selber so verziehen, dass ich noch, dass ich lesen kann. Halt auf Dauer soll es wohl nicht so geil sein. Okay. Das hört sich jetzt nur so ein bisschen komisch an, ne? Ich weiß, ich bin halt komisch. Eigentlich ist es erst eine Verbesserung, Honey. Nee, ich mag mich so. Das ist gut. So bin ich wenigstens einzigartig. Obwohl, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, man sollte sich nicht verändern, nur weil andere... Das auf keinen Fall. Andere es wollen. Nein, oder anderen irgendwas nicht gefällt. Das ist Schwachsinn. Du lebst dein Leben und nicht das Leben von jemand anders. Richtig. Wenn du selbst was verändern möchtest, dann veränder das. Wenn du es nicht möchtest, dann nicht. Punkt. Genau. Genau so sehe ich das auch. Genau so ist es ja auch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich will den da. Aber den magst du doch nicht. Ich weiß. Ich will den da. Kennst du Little Britain? Was? Kennst du Little Britain? Ja, Little Britain kenne ich. Ich habe das aber so gut wie nie geschaut. Du gehörst verbrannt. Oh, keine Erde mehr. Oh, fuck. Mal wieder was holen. War jetzt gerade mal, naja, nicht mal die ganze Hälfte. Ja. Ja, schön Terraform machen wir irgendwann später mal. Erstmal nur, dass wir jetzt hier bauen können, soweit. Also vernünftig bauen können. Ich bin eh schon ein bisschen weiter, ich weiß. So. Oh nein, hier ist noch eine Höhle unten drunter. Och nö. Viel Spaß. Okay, gehst du wieder mehr Erde holen? Nee, jetzt nicht. Dann geh farmen, wenn du sie nicht so haben willst. Viel Spaß. Ja, das ist ja auch kein Problem. Irgendwie mal eine Nachtsession oder so einlegen. Dann einfach mal farmen, Spiele. Kannst du ja auch wohl mal machen. Ich habe einfach keine Zeit. Nee, nee, ist mir klar. Ist mir klar, Mann. Aber wenn man halt keinen Rhythmus hat, dann kriegt man sowas auch mal hin. Was wollte ich jetzt nochmal holen? Ich wollte Erde holen, obwohl ich noch 12 dabei habe. Ist ja egal. Warum wollte ich Erde holen? Weiß ich nicht. Wie war es denn mal mit dem Turm letzte Mal? Der Turm war doch...
18, ne? Nein, ich weiß es nicht mehr. Also, als ich das letzte Mal mit Tom gearbeitet habe, war das vorne wirklich die ersten paar. Oh ne, stimmt nicht. Hinten die Ecke bei der Kaserne. Das ist schon 10 Folgen mindestens her, wenn nicht sogar noch mehr. Hm. Warte mal. Haben jetzt die Folge. Chucky? Ja? Okay. Ich habe jetzt eben kurz gedacht, dass ich auch im TS austime. Nee, nee, du hast irgendwas angefangen zu sagen und hast aufgehört. Dann ich warte kurz. Achso, ach, jetzt bist du rausgegangen. Oh. Hanni hat das Spiel verlassen. Ich bin ausgetimt. Warum auch immer. Ich hab mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Was hatte ich gerade erzählt? Geil, dass du zugehört hast. Es ging um das Thema Turm bauen und so. Achso, welche Folge haben wir jetzt? Das hier ist jetzt Folge. Oh, das hier ist Folge. 22, 23? 25. 25 sogar schon. Na gut, den Turm haben wir in Folge. Ach, lass mich lügen. 6 oder 7 gebaut? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist sogar schon fast 20 Folgen her. Ja, aber ich habe doch in der letzten Folge, habe ich doch ausgezählt, wie viel es sein müssen. Da habe ich doch was gesagt mit 2. Ich glaube 18 war das, glaube ich. Ja, du hattest irgendwas mit 18. Das meine ich ja nicht. Ich meine, dass du das nicht mehr weißt. Ist mir klar. Ja, aber ich weiß ja nicht, was du da mit 18 meinst. Habe ich schon gesagt sogar in der letzten Folge. In der Folge sogar. Oh, Mann, ey. Ich merke mir nur die für mich wichtigen Dinge. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Aber nein. Ne. So. Aber jetzt. Ja, dann darfst du wahrscheinlich nicht mehr mit mir arbeiten, wenn du mit Profis arbeiten willst. Da sagt er nichts mehr. Was hast du gesagt? Naja, nichts, gar nichts. Nee, ich hab gar nicht zugehört, entschuldige. Was hast du gesagt? Ja. Ich hatte gesagt. Ist schon in Ordnung. Nee, alles gut. Okay. Nee. Also, der Theorie müsste ja. Warte mal, wenn das jetzt von da. Ne? Hier sind doch jetzt 1, 2, 3. Das wären die 3 in der Mitte. Scheiße. Okay. So. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir, sobald wir mit denen, was wir jetzt hier so machen, Wohnsaal und Mauer, also so weit, wie du da machen willst. Wenn wir als nächstes mal vielleicht ein allgemeines Lagerhaus machen. Lagerhaus hört sich sehr gut an. Ich möchte aber so ein automatisches Lager haben, ne? Ja, dann müssen wir gucken, wie das geht, wegen Redstone-Schaltung und so weiter. Das mache ich. Bis wie viel erlaubt ist, wegen Server Entlastung. Ach nö, sehe ich nicht. Na ja, okay, anders. Eigentlich würde ja ein automatisches Lager soweit schon reichen, dass wir sagen, okay, das wird automatisch, wenn wir es irgendwie in eine Kiste reinschmeißen, wird automatisch da reingeschoben. Das heißt, dafür brauchst du ja nicht viel Redstone. Ja. Also ohne automatische Rausholung sozusagen. Weil du automatisch reinigen brauchst, im Prinzip brauchst du ja dafür nur ganz viele Hopper. Und die musst du ja nur alle so weit voll machen, dass da immer nur ein Item nur rein kann. Ja, ich weiß, irgendwie auffüllen mit
Oder sonst Ja, irgendwas. genau, ja, oder mit beschriebenen. Das heißt, das wäre ja gar nicht so schwer, sag ich mal. Okay, müssen wir mal gucken, weil hier, ich weiß noch, dass zum Anfang des Projekts, da hatte, oh, lass mich lügen, war das Rieken? Hatte bei Lutz und so weiter da hinten in der Stadt, also bei unserem Feind. Das ist Finn, wow. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt er sogar. Okay, Was? wir machen jetzt mal Schluss für heute. Ich sag mal, Ah, gut. Dankeschön fürs Einschalten bei Minecraft Back to the Roots mit der Limani. Tschüss. Tschüss, ciao.